Hallo, liebe Freunde, und willkommen zu Beat Hazard. Ja, wie man sehen kann, hier Gameplay powered by Your Music. Kann man sich so vorstellen wie Audiosurf, das ist ziemlich das gleiche Genre. Wie nennt man das Genre überhaupt? Kann man das sagen dazu? Auf jeden Fall, naja, gleiche Genre. Es spielt halt mit dem Musik, die man auf dem Rechner hat oder vom Spiel selbst her. Nur, dass man hier nicht wie bei Autosurf über eine Rennstrecke sagen surft, sondern dass man hier ein Raumschiff hat und man sich verteidigt. Ja, Anleitung kann ich ja mal zeigen. Okay, das sind nur die Steuerungen. Da gibt es Lautstärke-Power-Up, Waffen-Power-Up, Superbombe, Wertungsmultiplikator, Beat Hazard aktiviert. Ja, hier, das ist jetzt nur ein alter Beat Hazard, dann gibt es fast für den gleichen Preis. Ich meine, das DLC kostet fast so viel wie das Hauptspiel. Also, ich glaube, Beat Hazard kostet irgendwas um 6 Euro und hier das Beat Hazard Ultra, hier ist das, das kostet 4 Euro irgendwas. Und das ist dann aber viel mehr übersichtlicher, da gibt es dann Power-Ups, du kannst leveln, ja. Ich habe aber das alte genommen, weil beim anderen, da kannst du deinen Leader ins Verzeichnis eintragen und dann musst du nicht Ordner aussuchen wie hier. Hier kannst du zeige Ordner, da kannst du den ganzen Dings, die ganze Musik raussuchen, aber beim anderen, da trägst du einfach ein Verzeichnis ein, deine ganze Musik und dann sind die immer verfügbar. Musst nicht mehr raussuchen. Das ist wirklich luxuriös. Aber ich habe hier das genommen, da ich kein Problem mit der GEMA haben will. Das ist halt so das Problem mit der Musik bei YouTube. Ah, hier gibt es ja nur normal. Beim Ultra, da kann man dann noch kann man noch Effekte einstellen, wie viel Prozent Lichteffektwertung, 100%. Ja, beim Ultra, da gibt es dann von 50% bis 200%. Also doppelte Rate wie hier beim normalen. Oh, und ich merke auch gerade, ich habe lange nicht mehr das Classic hier gespielt. Das Classic, das sieht hier in der Grafik ein bisschen gammlicher aus. Und die Schüsse, die Laser, die man da verschießt, sehen nicht ganz so doll aus, alles ein bisschen detailarmer. Ja, das Ultra, das hat jetzt auch nicht, das ist halt ein Indie-Game, das hat jetzt auch nicht so krasse Grafik, aber viel mehr Effekte und es sieht schöner aus. Also wenn man sich's holt, dann sollte man schon mit Ultra-Version, weil dann wird das Spiel einiges spielenswerter, sag ich mal. Und hier, ja, ich bin hier der in der Mitte, man schießt. Wie sagt, schießt man halt mit dem anderen Stick, wenn man halt mit Gamepad spielt, andere einen steuert, andere gibt die Rüstung dann an. Und ja, sonst kann man ja natürlich auch mit Tastatur spielen. Nur hier finde ich wirklich Gamepad-Steuerung einiges bequemer und einfacher. Oh nein, jetzt habe ich ein paar Gegner hier, ein paar größere. Oh, 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 oh. Ach du Scheiße! Wow, hui. Also hier vor lauter Effekten ist nur manchmal hier ganz schön problematisch, die Übersicht zu behalten. So, jetzt habe ich meine Superbombe eingesetzt. So sieht die aus. Wow, wow, nein. Wow, wow. Das war knapp. Wer es noch mitverfolgen konnte. Ja, das ist ein Problem. Man muss sich wirklich dran gewöhnen, an die ganzen Effekte hier. Dass man nicht die Übersicht verliert. Beim Ultra ist das noch brutaler, besonders wenn man 200% die Effekte einstellt, dann siehst du nur noch Geplinke. Das Spiel warnt auch vor epileptischen Anfällen durch die ganzen Leuchtsachen hier. Im Moment habe ich jetzt halt nur die Standardmusik hier vom Classic, beim Ultra gibt es dann auch von so halt was beim Spiel dabei ist, gibt es einen Ordner auch nochmal zusätzlich mit ein paar Elektrosachen. Naja, hier, das ist auch Elektro. Aber hört sich ein bisschen anders an. Boah, hier ist ein Riesengegner. Riesenraumschiff. Ja, es sind die Bosskämpfe, die hier immer wieder eingefügt werden. Wird alles, je nachdem, wie die Musik spielt, soll es eigentlich danach richten, was kommt. Und wie schnell die Gegner sich bewegen und so. Und bei Ultra ist das aber alles besser gemacht. Hier ist halt Standard, Ultra kam ein Jahr später oder so, halt alles überarbeitet und besser gemacht. Gut, Wertung 148.000. Ja, beim Ultra, da gibt es dann halt
kann Pro-Level ab, einen Perk freischalten, wo du dann mehr Leben hast, mehr Superbomben. Dann gibt's, was gibt's noch? Du kannst Multiplikatoren, dass du mehr Punkte kriegst, kannst du hochleveln, findest halt Geld, wo du dann einsammelst und dann, in die Sachen Skills. Ja, da gibt's dann auch so Micro-Miles, also Mini-Raketen, die zielgesteuert auf den Gegner zu fliegen. So, ja, irgendwie diesen bisschen Gammel. Was ich aber machen könnte, was mir so einfällt gerade, ich könnte ja hier meine Festplatte, wo ich die Musik gespeichert habe. Wo hab ich's denn? Bisschen unübersichtlich. Könnte ich ja zum Beispiel, ich habe hier auch ein bisschen Soundtrack von Spielen, zum Beispiel Risen könnte ich ja einfach mal nehmen. Oh, oder? The Delic. Ja, genau, Deponia, da gibt's doch schönes Wasser. Das ist doch schön. Ja, einfach hier das. Von Jan Müller Michaelis. Zack. Und so schnell hat man irgendeine Musik. Dun 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 dun. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, war einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er: Ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Ja, ich war jetzt gerade mal ruhig. Obwohl, jetzt. Ah, einfach schön. Ich denke mal, so Musik, Spiel-Soundtracks sollte kein Problem sein für YouTube. Man lädt ja auch die Sachen hoch. Die sind ja nicht bei der GEMA, wohl die Musik-Soundtracks. Die kann ich nehmen. Und, irgendwas wollte ich eben noch sagen. Gute Frage, Rod. Irgendwas wollte ich eben noch gerade sagen. Mir fällt es nur nicht mal ein. Verdammt. Mal raus hier. Aber ich wollte doch mal Rissen nehmen. Wo drin habe ich das gespeichert? Das hat bestimmt. Das ist ja sortiert nach iTunes. Hat bestimmt unter Deep Silver oder so. The Purple Deep Silver, genau. Risen Soundtrack, da hab ich's doch. So. Titetame. Nee, das ist das in dem Menü. The Beach Fights, Island. Ach komm, was Kürzeres, oder? Die sind jetzt. Ja, Risen, das passt gut zum Spiel, aber sonst sind die nicht so interessant. Zack. Von Deep Silver, naja. So es hat's iTunes übernommen, aber das ist ja nur der Herausgeber hier. Du müsst doch eigentlich der Interpret richtig, der das bei Piranha Bytes entwickelt hat. Aber genau. Ich finde halt, was ich sagen wollte im Vergleich. Wow! Autsch. Jetzt muss ich hier einsammeln, dass ich wieder da unten die Leiste voll krieg. Einmal lautere Musik und auch mehr Power in den Dings. Aber eigentlich wollte ich ja jetzt Vergleich zu Audiosurf ziehen. Mir gefällt hier das halt irgendwie besser. Weil ich weiß nicht. Audiosurf, ich bin ja eigentlich normal der Rennspiel-Fan. Aber bei Audiosurf, das ging mir irgendwie nicht so ab wie hier. Hier besonders, irgendwelche Elektro dann. Metal-Sachen, wie das manchmal abgeht, was da für Gegner kommen und. Alter, das passt einfach genial, ey. Das macht richtig Fun. Ah, da ist noch ein Power-Upgrade. Beat Hazard, ja, yeah, jetzt habe ich wieder volle Power. Ja. Wenn du da unten nicht die Leiste voll hast, dann sind deine Attacken auch nicht so stark hier. Ja, ich habe jetzt Risen nur mal genommen, weil es passt ja gerade, weil ich Risen am Laufen habe, ja, als LP auch. Dann passt das doch. Gleich, da muss. Ah, genau. Was ist auf jeden Fall noch ein Zelda-Soundtrack? Ich habe ja bei der 25-jährigen Edition zu Skyward Sword, da habe ich auch einen Soundtrack dabei gehabt. Muss ich auch mal abspielen hier gleich. Das ist bestimmt geil.
Ach du Scheiße, haut der hier wieder raus. Ja, komm. Hör mal auf hier. Oh nein, er hat mich doch erwischt. Ich dachte, er schießt woanders. Das Zielpoint hat doch woanders hingezielt. Na egal. Verdammt, ich bin schon wieder drauf gegangen. Oh, hier hatten wir auch nur 3 Leben. Bei Ultra, da habe ich mir mittlerweile... Habe ich mir mittlerweile, 5 Leben erkauft. Oh, gleich wieder rum. Ja, ist schon rum. Okay, da war jetzt nicht so die Action ab. Naja, so eine langweilige Musik geht jetzt auch nicht so ab. So, das ist nur der Rang. Aber der Rang, der bringt hier eigentlich nichts, weil man hier keine Perks hat. Das ist erst bei Ultra, wo man dann skillen kann. Naja, kaufen kann. Man, pro Level muss man halt einen Perk freischalten und dann nachher... Oh, kauft man sich das dann. Zeig Ordner. Ne, hier raus. Hoch, raus. Man kann es auch hier bei Windows-Browser machen, aber ich habe den vorhin getestet, dann stürzt mir immer das Spiel ab. So, wo drunter habe ich ein Zelda? Das ist doch bestimmt unter Nintendo. Oh, wie gern würde ich jetzt hier Nightwish oder Nickelback? Da Nintendo, da müsste das drunter sein. The Legend of Zelda. Ja, 25 Anniversary. Sollen wir einfach mit Medley? Ja, komm, hier. Einfach Medley, normal. Ist schwer, da kann es passieren, dass man drauf geht und das ist das Miese daran, wenn man drauf geht, hört man das nicht bis zum Schluss. Das ist ein bisschen schade. Wenn du gerade so schön ein Highlight im Dings bist, dann bricht einfach das Lied ab. Das ist natürlich dann das Nachteil im Gegensatz zu Audiosurf. Audiosurf, da kannst du nur schlechte Punkte einfahren, aber da kannst du nicht drauf gehen. Wie hier. Hier hat man 3 Leben und wenn die weg sind, dann war's das. Oh, ganz schön leise, muss ich feststellen, im Gegensatz zu den anderen Musik. Ganz schön leise eingestellt, echt mal. Das hört man es gar nicht so. Dass das so leise eingestellt ist, ist ja mies. In iTunes ist das nicht so extrem. Naja, das passt auch was an, so... Das ist jetzt blöd, dass der Effekt und alles ist nochmal gleich laut, aber die Musik ist ein bisschen zu leise. Das ist natürlich blöd jetzt. Boah, ja. Ey, weg. Weg mit dir, zieh so unter Raketen hier, ey. Wow. Nicht gut. Weg. Ja, noch mehr. Alter, wei hier. Mit 3 schweren Schiffen, ey. Einen habe ich schon mal vernichtet, immerhin. Alter, ich krieg die gar nicht mehr platt. Ja, jetzt kommen die nächsten. Are you kidding me? Oi. Ja, Mann, oh Mann. Aber hier muss ich konzentrieren. Bin ich ein bisschen ruhig. Nein, ich bin im Moment eh so ruhig, dass man überhaupt noch was von der Musik hört. Das ist ein bisschen blöd jetzt gelaufen. Ich hätte vielleicht nicht gleich das längste nehmen sollen. Ja, okay. Sind alle relativ lang. Aber Gerudo Valley zum Beispiel wäre nur 2 Minuten gegangen. Naja.
Muss mal gucken, ob die anderen Lieder auch alle so leise sind. Wollte ich euch so schön Zelda-Musik, die einfach legendär ist. Hier bevorführen und dann ein bisschen kontraproduktiv. Ja, muss man ganz klar sagen, ich finde Soundtrack zu Zelda mit einer der besten überhaupt. So Spiele-Soundtracks, ey. Einfach so einprägend und simpel, aber doch so gut. Kleine Pause. Wenn es ruhiger und leiser wird, dann hat man nicht so viel Power auch. Also die Durchschlagskraft meiner Laser, die ist auch abhängig, wie das Lied gerade ist. Wenn es dann wieder flotter und lauter wird, dann schieße ich auch mehr und schneller und kräftiger. Okay. Hey, 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 hey. Die ganzen Asteroiden hier. Trümmerteile. Das ist echt mies hier. Wenn du nur von so einem kleinen Raumschiff getroffen wirst, also kollidierst, bist du gleich tot. Also du überlebst hier nichts. Alles, was hier rumfliegt, kann dich treffen und du bist tot. Hast ein Leben verloren. Oh, ganz ruhig. Oi. Ich brauche mehr Power, ja. Komm, noch mal eine Superbombe. Das Coole bei einer Superbombe ist, habt ihr eben gesehen, da habe ich ein kurzes Schild, da bin ich kurz unbesiegbar. Das ist also die Rettung, so eine Superbombe, kann man sagen. Da kann ich einfach nicht still sein. Boah, ich will da immer mitsummen. Ja, komm, mach mal halblang, ja. Ich sollte mich erstmal auf einen konzentrieren hier. Eigentlich. Ja, wenn's geht. Wow. Oh, gleich habe ich einen. Ja, den habe ich schon mal weg. Gut. So, noch den anderen. Ah, eine Superbombe, sehr schön. Komm immer mal wieder von oben runter gesegelt und muss es einsammeln. Wenn du mehr als die. Ich weiß nicht, hat man 3 zur Verfügung am Anfang? Nee, ich glaube 2. Ja, ich muss ja schon sagen, Ultra, da geht schon einiges mehr ab. Da ist, zumindest wenn man den halt gewöhnt ist, da sind da viel mehr Gegnertypen gibt's dann auch. Also neue Gegnertypen gibt's da ja auch und einfach alles geht noch mehr ab, ey. Alles hier ein bisschen ruhiger und aber auch leichter dadurch.
Durch die Gegnertypen da, das ist alles wirklich schwieriger. Boah, 1,1 Millionen. Sind die anderen jetzt auch alle so leise? Hör ich mal kurz. Kann es sein, dass alles so leise ist? Und mal sehen, wie laut es wird. Naja, ein bisschen leise. Schade eigentlich. Dabei ist das so toll. Ah, das ist blöd. Aber wenn die Musik so leise ist, dann bringt das eigentlich alles nichts. Obwohl so kacke, nee, ist nicht so toll. Das ist echt noch das Kürzeste. Komm, das mache ich noch. Komm hier. Egal wie leise es ist, ist einfach toll. Ballad of the Goddess. Ja, vom neuesten Ableger. Skyward Sword. Ja. Naja, okay, nicht mal neuesten. Wenn man 3DS-Titel jetzt benennt. Zumindest kommt er ja jetzt am 20. November für den 3DS jetzt Link Between Worlds raus. Dann ist es nicht mehr der neueste, wenn man jetzt alle Plattformen mitzählt. Wenn. Das ist auch schön. Immerhin, die Musik ist schön. Sonst hat mich ja der letzte Zelda-Teil ein bisschen enttäuscht, besonders mit der Fuchtesteuerung. Bin ich so froh, dass ich Twilight Princess noch für den Gamecube geholt habe und diese scheiß Fuchtesteuerung mit schön mit Gamepad klassisch. Und für die Gamecube wurde sie ja am Anfang auch entwickelt. Für die Wii-Version, das war ja erst kurzfristig geplant und die haben ja einfach alles gespiegelt, damit es für die Rechtshänder passt, weil ja Link eigentlich Linkshänder ist. Alle so Dinge, ey. Hätte ich nur gedacht, oh Gott sei Dank habe ich Gamecube noch geholt. Und dann leider in Skyward Sword Pflicht mit dem Rumpgefuchtel, was ich fand, selbst mit dem tollen Oh verdammt, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Tollen Wii Motion Plus. Verbesserte Fuchtelsteuerung angeblich hat es immer noch nicht immer dann reagiert, wie ich wollte. Also, du kannst mir sagen, was du willst. Controllersteuerung ist immer noch tausendmal besser. Es ist nicht nur, dass es zu faul wäre, irgendwie mal mich zu bewegen oder so. Das ist einfach nur daher, dass einfach so bei Controllern so einfach viel präziser alles zu steuern ist. Ich bin aber froh, dass man mit der Wii U dann von diesem Fuchteldings ein bisschen wieder weggeht. Also lieber so ein Gamepad mit Touchscreen als so eine scheiß Fuchtelsteuerung. Oh, ist ja schon wieder rum. Hat wieder alles verplappert. Wie viel Zeit haben wir noch? Knapp 23 Minuten nochmal jetzt verbraten. Okay. Mal sehen, was kann ich noch? Ordner zeigen. Ja, eins raus hier. Noch eins hoch. Was kann ich noch? Lass mal überlegen. Was habe ich noch? Sacred 2 habe ich auch noch einen Soundtrack. Habe ich gar nicht mehr in so Erinnerung. Was? Oder hatte ich zumindest. Worunter ist das jetzt wieder abgespeichert? Okay. Scheiße. Wurde ich eigentlich lieber. Hat es mir iTunes wieder woanders reingezogen. Genauso hier wahrscheinlich. Ah ja, war mir klar, Saints Row. Verdammt. Hat es mir ganz. Wow! Verdammt! Nein! Okay. Ja, eben ist mir das Spiel abgestürzt. Dann doch nochmal wieder. Ich dachte, ich hätte das behoben, das Problem. Gut. Ja, ich. Das war jetzt halt der ganz normale. Wie sagt man, Standardmodus. Da gibt es hier Überlebensmodus, da musst du es halt, es geht ewig weiter, bis du halt drauf gehst. Schildout-Modus, ich glaube, da gibt es keine Leben. Du spielst halt so lange, bis das Spiel rum ist oder so. Stats und Ränge. Was waren das nochmal? Punkte, gespielte Zeit. Ja, gespielte Zeit hier im Normalen.
Ich habe ja nicht mehr lange hier gespielt. Highscore habe ich natürlich auch nicht. Pilotränger. Ach Gott. Okay. Jetzt gab's das. Achievements. Ja, gibt's auch noch Leaderboard. Elite 7. Nur auf Rang 4717. Ne, 47.017. Okay. Naja, hier habe ich auch nicht viel gespielt. Muss man ja schon sagen. Naja, gut. Aber ich denke, bevor es mir nochmal hier abstürzt und ich habe hier jetzt 20 Minuten aufgenommen, ich habe ein bisschen Eindruck von dem Spiel erhalten. Wie gesagt, das Spiel ist eigentlich mit dem Ultra-Modus halt viel geiler. Aber der Ultra-Modus, der zusammen kostet halt 10 Euro. Da würde ich schon auf ein Angebot warten. Außer, man. Ja, also mir wäre es aber eigentlich wirklich wert. Das Spiel ist halt umso spielenswerter, umso mehr Musik man auf dem PC hat, natürlich. Legale. Also nicht hier jetzt irgendwie Raubkopien. Ich habe hier alles legal gekauft. Soundtracks mit dem Spiel zusammen. Also alles legalen Bereich. Ja, ja, ich bin gegen hier die ganze Piraterie. Die Leute, die das komponiert haben oder ein Spiel entwickelt, die wollen ja auch bezahlt werden. Also kann ja nicht angehen. Das wäre ja genauso, als würdest du arbeiten und der Chef sagt zu dir, nee, nee, kriegst keinen Lohn. Ja, so muss man es vor Augen führen. Also, ich kann es nur ernst empfehlen. Besonders mit Ultra-Modus hat es mir besonders sehr viel gefallen. Tausche das Spiel über Steam Community Forum. Sei nicht schüchtern, schreib mir eine E-Mail. Aha. Code B Games. Denn da hat man es zu vergangen. Oh, so schön das Musik. Will ich ja gar nicht aufhören, ja. Aber ich glaube, man konnte hier, genau, man konnte hier auch einfach Visualizer, einfach wie Musikprogramm bei iTunes, kannst es als Wiedergabegerät nutzen. Das Programm auch. Schön, ne? Das Ultra, das konnte ich halt jetzt wirklich nicht zeigen, weil da jederzeit die Lieder, die ich im Verzeichnis, also meine ganze Musiksammlung von 7000 Liedern, ist da eingetragen. Und das Spiel, sobald man startet, das spielt einfach zufällig ein Lied aus diesem Verzeichnis ab. Das kann ich nicht ändern. Und bevor ich halt hier gesperrt kriege, habe ich mir gedacht, nehme ich das Klassik, da spielt es nicht ab. Da spielt es nur den Ordner ab. Wow. Ja. Okay. Ja, wie gesagt, ich kann es nur wärmstens empfehlen. Könnt es euch gerne holen. Ich empfehle es. Und ja, werden wir uns dann mal. Oh, Xbox Gamepad. Also ja, ja klar, ich habe gerade das Gamepad. Wie bei Wii U ein Gamepad gedacht. So ein Tablet. Nee. Also soweit ich weiß, gibt's das mittlerweile auch für Android. Soweit ich weiß, gibt's das wirklich. Na ja, okay. Oh ja. Ah, ich wollte mich ja verabschieden. Ja, wir sehen uns dann bei einem anderen Video und macht's gut. Ciao.